Aufnahme starten. Also, siehst du, da geht's schon. Siehst du dieses Flackern? Achso, ich musste dir erstmal was übertragen, warum? Sicher. Wäre vielleicht nicht schlecht. Nein, zurück. Go live. So, ich hoffe, du siehst was. Also, was spielen wir heute? Don't Scream. Don't Scream ist ein Indie-Game. Und zwar wurde das entwickelt von nur zwei Leuten, die da wohl ihr ganzes Herzblut reinstecken. Es basiert auf einem. Also erstmal, wo spielt es? Wird genau nicht angegeben, aber es scheint ein. Es dreht sich hier um einen Flugzeugabsturz, der 1995 stattgefunden hat über irgendeinem Wald. Ob der wirklich stattgefunden hat oder rein fiktiv ist, kann ich nicht sagen. Habe ich jetzt nicht recherchiert, haben die auch nicht gesagt oder ich habe es nicht gelesen, was auch immer. Auf jeden Fall basiert das Spielprinzip folgendermaßen. Du bist da und musst dich 18 Minuten lang durch diesen Wald kämpfen, bewegen und wirst mit so einigen Jumpscares konfrontiert. Du darfst nicht schreien. Das Spiel ist untrennbar mit dem Mikrofon verbunden. Wie man hier sieht, wann immer ich spreche, gibt es einen Ausschlag. Und sollte das Mikrofon über dem roten, also über dieser weißen Linie gehen, dann wird der Bildschirm rot aufleuchten, ich habe verloren. Das musst du halt 18 Minuten lang durchziehen, dich da durch den Wald zu bewegen, der laut den Entwicklern relativ groß ist, ohne zu schreien. Ich werde mit unzähligen Jumpscares konfrontiert werden. Jetzt muss ich erstmal mein Mikrofon kalibrieren. Der Haken ist, ich kann mich nicht in irgendeine Ecke stellen und abwarten. Die Zeit zählt nur, solange ich mich bewege. Ja, und was ich so gesehen habe, so, ich bin jetzt auf das Spiel gekommen durch irgendeinen YouTube-Vorschlag. Und es sieht halt wirklich ziemlich gut und ziemlich realistisch aus, als wenn du dich durch eine Videoaufnahme bewegst, tatsächlich, ne? Und ja, dann wollen wir mal gucken, was dabei so rauskommt. Jetzt müssen wir erstmal das Mikrofon kalibrieren. Test, 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 test. Mikrofon. Test, 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 test. Mit Mikrofon. Mikrofonvolumen. Also, wenn siehst du, das ist schon zu viel. Controls, Video, Mikrofon. Survive Agent. Use the Microphone Calibration Slider to adjust Microphone Volumes Output. Ensure that whispers or quiet speech don't exceed the volume. Okay, test, 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 test. Ah ja. Test, test, test. Naja, Zeche, und wir schauen uns hier mal um. Naja, Zeche, wir schauen uns hier mal um. Ha! Ja, ich muss das jetzt testen, das ist nun mal so. Ha. Test, test. Naja, und jetzt schauen wir uns mal da drüben um. Also, so wie das hier aussieht. Test. Gehen wir mal darüber und schauen uns das an. 6% ist noch okay. Gehen wir mal darüber und schauen uns das an. Wie sieht das denn hier aus? Was ist das? Okay, 10. Ja, was ist das denn hier? Wie sieht das aus? Test, test, test. Ich gehe jetzt mal dahin. Ne, genau. Test, test, test. Oh, ja, genau. Test. Naja, schauen wir uns das an. So, gut. Ich denke, wir werden bei 8% bleiben. Jetzt sag du mal irgendwas. Bla bla fucking bla. Gut, deine Stimme ist nicht mit drin. Test, 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 Gut. test. Gut. Test, test, test. Ah, Test. das heißt, ich darf schreien Ja. wie ein Mädchen. Du darfst schreien wie ein Mädchen. Du darfst schreien wie ein Mädchen. Wir gehen mal auf 6% runter. 7. Du darfst schreien wie ein Mädchen. Das ist natürlich nicht gut, was mich betrifft, ne? Weil, wenn du schreien kannst wie ein Irrer und mich ansteckst, aber das ist dann halt die gesteigerte Schwierigkeit. Test, test. Also, sobald es losgeht, werde ich nur noch flüstern. Ungefähr in der Lautstärke. Wir machen auf 6%. Das Spiel wird schnell alt werden vom Prinzip her, ne? Das ist immer dasselbe Prinzip, aber na gut. Probieren wir es, okay? Video. Hi.
Medium, Low, Quality, High. V-Sync enabled, apply, back, back. Jetzt gucken wir nochmal unter Video. Ja, ist high, back. Okay, bist du bereit, Martin? Ja. Okay, dann probieren wir unsere erste Runde. Sieht aber schon echt gut aus, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja, definitiv. Thank you.
Da wärst du raus gewesen, mein Freund. Da wäre ich raus, ja. Es war eigentlich offensichtlich, aber ich hab trotzdem erschreckt. Definitiv, ja.
Ein alliierter Jäger oder Bomber. Guten Tag. Zugegeben, es wird langsam intensiver.
Congratulations, you didn't scream. For now, you survived 55 scares in total. During the early access phase, we activate listen to players feedback to enhance the game and plan of more dynamic scares, expansion of game lore, optional objectives, Steam achievements, full controller support, and more. Ja, ist ja noch die, es ist ja noch die Early Access Phase. Ja, ja. Werten wir das mal aus. Warum habe ich jetzt nicht geschrien? ich denke, es hatte mehrerlei Gründe. Also, zwei Stück auf jeden Fall. Also, Nummer 1. Mir war völlig klar, dass nichts in diesem Spiel mich töten kann. Nichts kann mir zur Gefahr werden. Ich muss keine Gefahr abwehren, ich muss nicht kämpfen, ich muss nicht fliehen. Alles, was ich machen muss, ist nicht zu schreien. Ja. Somit war alles, was sich mir da begegnet ist in diesem Wald, harmlos. Auch wenn es schrecklich anzusehen war mitunter. Und ich denke, das hat bei mir psychologisch schon viel ausgemacht. Ja. Punkt 2. Ich glaube, irgendwie hat das mit den Lost Places auf mich, wie soll ich sagen, ich kriege halt im realen Leben auch durch dunkle Keller und so einen Scheiß. Also das hebt mich dann schon weniger. Ja. Ja. Wie fandst du es, Zehe? Also ich bin immer noch verwundert, dass ich mich das eben mal vor diesem offensichtlichen Vieh erschreckt habe, obwohl ich ja, also ich wusste, dass das Vieh sich umdreht, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Ja. Aber danach muss ich sagen, ja, danach habe ich mich eigentlich komplett innerlich darauf eingestellt, dass jetzt Jumpscares ohne Ende kommen. Also. Genau. Das ganze, ganze Spiel besteht aus Jumpscares. Das wissen wir ja schon von vornherein. Ja. Dass du nicht getötet werden kannst, dass der einzige Tod darin liegt, zu schreien. Ja. Ich sag mal so, ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass jederzeit, zu jeder Sekunde immer ein Jumpscare kommt. Von daher hat es mich eigentlich jetzt nicht mehr so abgehoben. Logisch, genau.
Das ist so das Ding. Das ist es, was ich meinte schon von vornherein, dass die Gefahr besteht, dass es schnell alt wird. Ne? Ich habe jetzt noch nicht mal so dermaßen die Ambition, ein zweites Mal zu spielen. Weil, eben aus diesem Grund. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Der Wald ist groß, sagen sie. Also es gibt wohl noch einiges zu erkunden. Das kann man immer mal wieder machen. Ja. So. Es wurde ja noch ein bisschen was nachgepatcht, wie du jetzt schon gelesen hast. Optionale Aufträge und so ein Scheiß. Und wenn du mit anderen Sachen dann ein bisschen beschäftigt bist, besteht doch die Gefahr dann eher, dass du mal schreist, weil du abgelenkt bist. Ja. Aber. Also so im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es eigentlich schon okay. Also das Spiel sieht gut aus. Ja. Also die Grafik kannst du nicht meckern. Ja. Das Spielprinzip, sage ich mal, ist eigentlich hoch so an sich ganz gut. Das ist cool, ja. Es gibt ja da draußen mehr als genug Menschen, die sich vor Jumpscares wirklich einkacken. Gehöre ich eigentlich auch dazu? Das ist ja der Witz. Ja. Und ich denke mal. Ja, also ich denke, also ich würde dem Spiel auf jeden Fall nur noch ein paar Chancen geben, wenn mehr reingepatcht wurde. Ja. Und ja, also kann man ruhig mal die Bienenentwickler unterstützen, sag ich mal. Ja, Passt schon. genau, denke ich auch. Und dafür, dass es zwei Mann gemacht haben, ist das schon nicht schlecht. Ja, gut. Dann beenden wir an der Stelle die Aufnahme für die erste Folge. Und eines Tages wird sicher noch mal eine neue kommen. Aber für diesmal war's das.